Wenn du dich für Raumakustik interessieren solltest, wie du deinen Raum optimieren kannst und immer schon mal hinter die Kulissen eines Mastering-Studios gucken wolltest, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording Blog und los geht's! Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording Blog, meinem Kanal, in dem ich dir mit meinen Tipps und Tricks dabei helfen möchte, dafür zu sorgen, dass deine Musik demnächst genauso gut klingt wie die Großen im Radio. Und für viele von uns ist das Thema Raumakustik ja doch ein schwarzes Loch. Jeder weiß, dass er seinen Raum irgendwie akustisch optimieren sollte, wenn er so halbwegs das Beste aus seinen Mixen rausholen möchte. Denn es ist ja so, wenn du nicht richtig hören kannst, kannst du auch nicht richtig mischen. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Das ist nun mal einfach so. Was man nicht hört, kann man nicht mischen. Und was man nicht hört, kann man vor allem nicht schlecht finden. Oder umgekehrt, was man hört, kann auch zu gut sein oder überbetont sein. Räume sind da ja doch irgendwie ein Mysterium für viele von uns. Cool, wenn man da doch mal hinter die Kulissen von einem Mastering-Studio schauen kann. Also von einem Studio, in dem die raumakustischen Maßnahmen wirklich bis ins Perfekte getrieben worden sind. Nicht, weil ich das erwarte oder weil du das von dir erwarten solltest, dass dein Studio auch so ausgebaut wird. Aber einfach, um mal zu gucken, was man so im Bestfall machen kann und wo man vielleicht für sich selber auch aus seinem kleinen Raum das Beste rausholen kann. Mit den Maßnahmen, die einem zur Verfügung stehen. Und Stefan Mögler, unserer Mastering-Experte, der ja schon zwei tolle Videos gemacht hat. Falls du die verpasst haben solltest, kann ich hier oben schon mal eins als Startpunkt einblenden. Stefan hat sich die Mühe gemacht und mal sein Studio gezeigt. Das heißt, wir werden jetzt gleich in einem einem Gastbeitrag von Stefan sehen, wie sieht sein Studio aus? Welche raumakustischen Maßnahmen hat er getroffen? Warum hat er sie getroffen? Hat er mit passiven Maßnahmen gearbeitet, also mit Absorbern? Hat er mit aktiven Maßnahmen gearbeitet, also mit aktiven Absorbern? Was das ist, werden wir gleich erfahren. Wie viel Subwoofer hat er? Welche Boxen hat er? Wo hat er sie aufgestellt? Warum hat er sie so aufgestellt? Und so weiter und so fort. Abhörsituation und auch noch ums Einmessen der Anlage geht's. Es wird also wirklich viel Wissen heute vermittelt. Stefan hat sich eine Riesenmühe gemacht und tatsächlich mal die Pforten zu seinen heiligen Hallen geöffnet. Und wir schauen jetzt mal hinter die Kulissen von Stefan Mögler und seinem Mastering-Studio von Door Sounds hier an dieser Stelle zu sehen. Gerade aus dem Bild rausgerutscht, aber du hast es gerade schon mal auf der Seite gesehen. Und ich wünsche dir jetzt viel Spaß mit dem Video. Hoffe, du kannst einiges mitnehmen. Und falls dir dieses Video gefallen sollte, würde ich mich freuen, wenn du mir es und Stefan natürlich zeigst über Daumen nach oben. Wenn es dir nicht gefällt, drück einfach zweimal auf Daumen nach unten, dann passt das auch. Und falls du darüber nachdenken solltest, diesen Kanal zu abonnieren, ist ganz einfach. Einfach draufklicken, kostet nichts und am besten daneben nicht die Glocke vergessen, denn dann kriegst du auch einen Hinweis darauf, wann das nächste Video rauskommt. Jetzt viel Spaß mit Stefan Mögler. Vielen Dank von meiner Seite schon mal fürs Zuschauen bei dir und für Stefan, an Stefan vor allem fürs Erstellen dieses Videos. Das war wirklich keine leichte Aufgabe. Also viel Spaß. Moin, Servus, Grüezi und Hallo. Mein Name ist Stefan Mückler. Ich betreibe ein Mastering-Studio und möchte euch heute in einem neuen Video ein spannendes Thema vorstellen. Wir beschäftigen uns mit dem wichtigen Thema Raumakustik und Abhörsituation. Wenn wir die Uhr vielleicht ein, zwei Jahrzehnte zurückdrehen, als die großen Tonstudios noch in ihrer Blütezeit standen, sie hatten eigene Aufnahmeräume, größere, kleinere, akustisch entsprechend der Aufnahme angepasst, eine eigene Mixregie und oft war auch ein Mastering-Studio integriert oder sie holten es von extern. Heute im Zeitalter des Home Recordings probieren wir diese Komponenten alle zusammen, möglichst in einem kleinen Zimmer zusammenzufassen. Viele von euch nehmen auf, viele mixen auch, und der eine oder andere wagt sich auch einen Master heran. Das ist eigentlich super. Nur die große Frage stellt sich, ist es auch alles möglich, das, was früher über x Hunderte von Quadratmetern und Raumhöhen zusammengefasst wurde, heute in einem kleinen Zimmer wiederzugeben? Es ist ganz klar, wir müssen mit Kompromissen leben. Wichtig ist, dass wir uns genaue Vorstellungen machen, was wir überhaupt wollen. Wenn wir also einen Aufnahmeraum zum Beispiel für ein Drumset machen wollen oder akustische Gitarren, dann wird es ein anderes, also eine andere Räumlichkeit geben, als wenn wir zum Beispiel eine Mixregie einrichten. Nochmal ein bisschen anders wird es, wenn wir uns an das Mastering heranwagen. Heute möchte ich euch eine möglichst gute Optimierung für eine Mixregie oder allenfalls auch aufzeigen anhand von meinem Beispiel,
wie ein Mastering-Studio in etwa in diese Richtung konzipiert wird. Welche wichtigen Faktoren müssen wir also berücksichtigen, wenn wir eine Regie einrichten wollen, in Bezug auf ihre ausgewogene Raumakustik? Es bringt nichts, wenn wir uns über Signalketten und Plugins und was ist das Beste und in welcher Reihenfolge unterhalten, wenn die Raumakustik nicht stimmt und wir nicht das hören, was wir hören müssen. Dann sind wir einfach total im Blindflug und es wird auch nie irgendwie eine amtliche Produktion daraus werden. Wenn ich euch einmal das ein bisschen näher bringen darf, Jonas hat es glaube ich auch schon ein paar Mal gezeigt, des Mixing Secrets von Mike Senior. In dieser Bibel steht eigentlich wirklich alles geschrieben, was man zumindest für den Anfang wissen sollte. Hier drin sind alle Basics und die muss man auch verstehen. Es bringt also nichts, das Buch zu kaufen und zu lesen, sondern ganz, ganz wichtig ist es essentiell für euch, das zu verstehen und umsetzen zu können. Wenn ich euch mal ein Zitat vorlesen darf, das er auf den ersten Seiten drin hat, bevor er überhaupt mit dem ganzen Technikkram loslegt, mit Kompressoren, Equalizer und so weiter und so fort, schreibt er ganz klar, die meisten Leute, die sich an mich wenden, weil sie unzufrieden mit ihrem Mix sind, denken, dass ihre Bearbeitungstechniken nicht gut genug sind. Aber meiner Erfahrung nach liegt die wahre Wurzel ihrer Probleme in der Regel entweder darin, dass sie nicht in der Lage sind zu hören, was sie hören müssten, oder dass sie nicht herausgefunden haben, wie sie das, was sie hören, abhören sollten. Anstatt mich also zum Auftakt dieses Buchs Hals über Kopf in eine Abhandlung über EQ, Kompression oder ein anderes verwandtes Thema zu stürzen, möchte ich zunächst einmal auf die Aufmerksamkeit auf das Hören und Abhören richten. Bevor Sie diese Punkte nicht richtig im Griff haben, würde jede Diskussion über Mischtechniken definitiv zu weit führen. Hier könnt ihr also erkennen, dieses Thema ist wirklich sehr wichtig. Ich habe anfangs, wo ich mich dann noch einmal mit der ganzen Tontechnik einige auseinandergesetzt habe, sehr, sehr früh mit der Akustik auseinandergesetzt. Es hat mich auch extrem interessiert. Viele interessiert es natürlich nicht. Die, wo kreativ arbeiten wollen, die, wo schnell vorwärts kommen wollen, für die ist das immer so ein Stein im Bein. Das verstehe ich auch. Aber trotzdem, ihr investiert so viel Zeit, so viel Mühe und es gibt so viele tolle Sachen, die ich von euch schon gehört habe. Ihr produziert, ihr komponiert und so weiter und so fort. Wir haben auch letzthin in dem Mastering-Vergleich mit dem Online-Mastering oder wie auch immer herausgehört, dass auch dieses Teil einfach nur so gut ist, wie das, wo reinkommt. Also wenn ihr Raumprobleme habt und deswegen ein Mix, wo nicht ausgewogen ist, in so ein Tool hineinschiebt, dann kommt hinten auch einfach nichts anderes raus, weil der kann euer Raumproblem nicht auskorrigieren. Es wird vielleicht vom Algorithmus her ein bisschen an den Höhen oder an den Bässen rumgeschraubt, aber es wird nie eine glückliche Situation daraus. Ich habe jetzt im Mastering auch oft die Erfahrung gemacht, dass ich Mixe bekommen habe, die doch noch einiges brauchten, um überhaupt ins Mastering sinnvoll oder im Mastering sinnvoll umsetzen zu können. Ich habe dann mit diesen Kunden, sagen wir in Form von einem Feedback oder gesprochen, wo eigentlich die Mixschwächen, die Mixschwächen liegen und wir sind so dann Step by Step irgendwie zusammengewachsen und man hat sich gegenseitig dann immer besser verstanden. Und nicht wenig ist oft der Erfolg in der kürzester Zeit dann eingetroffen. Die Mixe sind immer besser geworden und so, dass es sich auch wirklich lohnt, dann ein Mastering daraus zu machen. Letzthin in einem Night Talk von Andreas Balaskas von Masterlab Academy ging es um das Thema, dass man im Mastering ja nur Puderzucker über den
Track streuen muss und ihn auf Hochglanz polieren. Dann hat er hinzugefügt, dass aber heute im Zeitalter des Home Recording es leider oft so ist, dass man die Mixe einfach reparieren muss. Und das ist überhaupt nicht im Sinne des Erfinders. Wenn ihr also nicht das hört, was ihr hören solltet, dann wird es sehr, sehr schwierig und es wird dann erst im Mastering aufgedeckt. Weil ein Mastering-Studio hat eine optimale Abhörsituation und ein Mastering-Engineer weiß ganz genau, wie etwas klingen muss, und falls es nicht so klingt, wie es klingen muss, dann kann er jederzeit ein Feedback dem Kunden geben und zum Beispiel schlussendlich auch herausfinden, dass einfach seine Abhörsituation nicht stimmt. Meistens liegt es nicht irgendwie groß an der Technik, an den Plugins oder woran auch immer, sondern es liegt sehr, sehr oft an der Raumakustik, natürlich verbunden mit der Abhörsituation. Okay, dann möchte ich euch einmal an meinem Beispiel aufzeigen, worauf ihr als erstes achten sollt und was essentiell oder von der Basis her ganz wichtige Faktoren sind, die ihr einfach berücksichtigen müsst. Hier seht ihr ein Panoramabild von meinem Studio. Die Perspektive ist natürlich verzerrt und die Größenverhältnisse stimmen auch nicht, aber ich denke, für eine praktische Anschauung sollte das genügen. Worum geht es also in einer Regie? Es geht vorwiegend um die Nachhallzeit und um die Early Reflections, also die ersten Reflexionen. Das könnt ihr auch einmal ganz rudimentär testen, indem dass ihr in eurem Raum in die Hände klatscht. Wenn es nach dem Klatschen noch ewig lang nachhallt, wenn ihr quasi ein Echo hört, dann müsst ihr da dringend noch was unternehmen. Wenn es aber sehr schnell abklingt, dass ihr nur diesen Klatsch alleine hört und danach ist es stumm, dann seid ihr schon auf einer sehr guten Seite. So, was müssen wir also jetzt beachten? Diese verschiedenen Maßnahmen, die wir zu dieser Bedämmung oder Bedämpfung von der Nachhallzeit und von den Early Reflections haben. Wir haben zum einen solche Bauteile, die nennt man Absorber. Die sind meistens so mindestens 10 cm dick und bestehen aus Basotec. Basotec ist ein sehr wirkungsvoller Stoff für die Bedämpfung von Frequenzen. Bei Absorbern ist es meist so ab 500 Hertz bis in die Höhen hinauf. Weiter haben wir die sogenannten Bassfallen, Bass-Traps. Diese sind für tiefe Frequenzen zuständig. Die können sich so zwischen 80 und 200 Hertz ungefähr bewegen. Je nach Aufstellungsort, meist schwingt sich das ja in den Ecken auf, kann man einen höheren Wirkungsgrad erzielen, indem dass man die zum Beispiel hintereinander oder nebeneinander aufstapelt. So bekommt man einfach noch bessere Werte hin. Dann haben wir auch noch die Diffusoren, wie hier oben und auch hier auf der Seite. Diese brechen quasi den Schall in viele verschiedenen Richtungen und durch die vielen verschiedenen Reflexionen soll die Energie quasi abnehmen vom Schall, so dass er später dann, wenn er bei uns irgendwann ankommen würde, nicht mehr relevant ist, weil er keine Energie mehr hat. Okay, dann schauen wir einmal das mit den Early Reflections an, und da probiere ich jetzt euch das mal aufzuzeigen. Also wir haben hier die Monitore, da kommt einmal der Direktschall an unsere Ohren. Das ist eigentlich das, was relevant ist, das brauchen wir, um zu hören, was wir ganz genau mischen. Wir wollen ja keinen Raum hören oder irgendwelche andere Einflüsse, sondern wirklich nur das, was wirklich im Audiosignal drin vorhanden ist. Diese Abstrahlung von diesem Schall kommt sehr auf die Bauart von den Lautsprechern drauf an. Je nachdem sind sie stärker oder schwächer gebündelt, halt dann in diese Abstrahl oder in diese Richtung, wo sie abgestrahlt werden. Dann gibt es diese Early Reflections und das kann zum Beispiel so sein, dass die hier
an diese Wand gelangen, der Schall, und hier gespiegelt werden und wieder zurück an unser Ohr. Hier kommt es wieder darauf an, wie lange diese Laufzeit ist. Ist natürlich viel länger, dieser Weg, als wenn er direkt von hier nach hier kommt. Das heißt, wir würden hier quasi dann den Raum mithören oder mitempfinden, was wir eigentlich nicht wollen. Deswegen bedämpfen uns hier die Absorber entsprechend dann diese Frequenzen oder diese Schallanteile. Dasselbe kann natürlich auch hier vorne passieren, wenn es hier wegstrahlt und dann wieder zurückkommt. Hier ist es dann deutlich ein kürzerer Weg, wobei natürlich diese Early Reflections von vorne dann die Amplitude, sprich wie die Lautstärke vom Direktschall natürlich addieren oder oben aufgesetzt werden und ihn entsprechend verstärken. Das ist ebenso schlecht, weil dann das Signal einfach verfälscht wird von ihrer Amplitude her. Oder es kann von der Phase her verschoben sein, so dass es dann natürlich nicht mehr so klingt, wie es eigentlich original gedacht wäre. Okay, dann nehmen wir das mal raus. Und dann haben wir auch noch, wie gesagt, diese Diffusoren. Die sind dafür da, dass wir also keine Flatter-Echos haben, das heißt Schallwellen, die zum Beispiel zwischen dem Boden und der Decke hin und her pendeln, dass die hier da quasi aufgestreut werden. Diese werden dann hier gebrochen, können zum Beispiel hierhin getragen werden, werden hier wieder gebrochen und gehen in verschiedene Richtungen, so dass sie einfach möglichst an Schallenergie verlieren, bis sie eventuell irgendwann später wieder an unser Ohr ankommen würden. Wichtig ist, dass wir, wie gesagt, einen Raum nicht nur mit Absorbern, sprich Bassfallen, absorbieren, sondern dass wir auch mit Diffusion arbeiten, damit wir ein möglichst neutrales oder das Klangbild einfach natürlich wirkt und erhalten bleibt. Würden wir also nur mit Absorption schaffen, würde der Raum sehr, sehr stumpf wirken und wir haben einfach kein natürliches Klangbild mehr. Dass sich ja das Thema mit Eierkartons und Noppenschaumstoff irgendwie der ganze Innenraum auskleiden Schwachsinn ist, das hat, glaube ich, mittlerweile jeder mitbekommen. Habe ich aber auch schon solche Mixe gehabt, die sind dann so in den oberen Frequenzen so rausgestochen, dass da also fast das Hirn aus dem Kopf bläst. Das ist einfach, weil die in dem Raum keinen Höhenanteil mehr hören und entsprechend mehr Höhen reindrehen. Und so wird dann halt auch der Mix schlussendlich sein, dass er völlig überladen ist in den hohen Frequenzen. Gut, das wäre es eigentlich einmal zu den Raummaßnahmen von der Raumakustik. Also noch einmal zusammengefasst, ganz kurz. Wir haben hier für die Absorption von mittleren und hohen Frequenzen. Dann haben wir hier die Bass-Traps, das sind für die unteren Frequenzen zur Bedämpfung. Und zur Erhaltung vom natürlichen Klangbild und eine Verminderung von Flatter-Echos haben wir hier die Diffusoren. Also mein Studio ist dann entsprechend in mehreren Schritten natürlich über auch längere Zeit schlussendlich dann also professionell noch ausgemessen worden und ist mit allen Kompromisslösungen, die ich in diesem Raum natürlich auch machen musste, also optimal und entspricht also wirklich dem Standard, so wie es sein sollte. Was man nicht vergessen darf, ist natürlich auch immer, es ist der Höreindruck, der auch mit stimmen muss. Also nur irgendwelche Messwerte alleine reichen noch nicht aus, dass man sich wohlfühlt und dass der Klang auch wirklich natürlich ist. Also das ist sehr schwierig und dafür habe ich mir dann professionelle Hilfe
herangezogen, um dann wirklich den letzten Feinschliff noch zu machen und so, dass ich mir sicher sein kann, dass dieser Raum dann wirklich funktioniert. Okay, dann gehen wir mal rüber und probieren mal die Abhörsituation uns vor Augen zu halten. Das war der Raumakustikteil. Und ich denke, hierbei ist noch wichtig zu erwähnen, dass wir ja alle mit gewissen Kompromisslösungen leben müssen. Wichtig ist einfach nur, dass wir die Materie wirklich sehr ernst nehmen und uns mit ihr auseinandersetzen. Denn nur so kommen wir ans Ziel, dass wir schlussendlich das hören, was wir hören müssen. Gut, dann gehen wir noch zum nächsten Teil und das wäre die Abhörsituation. Hier geht es um die sogenannte Auswahl von Lautsprechern oder Monitorboxen oder wie man die auch immer nennen will. Ja, die Marke klingt schön, die Marke klingt gut und so weiter, hört man öfters. Das ist immer relativ. Jeder hat einen anderen Geschmack, jeder hat ein anderes Empfinden. Und so würde ich euch empfehlen, einmal in ein Musikhaus zu gehen, euch vielleicht so 2-3 Paare anzuhören, die ungefähr eurer Stilrichtung entsprechen, was ihr einfach als angenehm zum Anhören empfindet. Wenn ihr soweit seid und irgendwas gefunden habt, dann probiert, dass ihr das nach Hause nehmen könnt und da vor Ort 1:1 einmal testen. So bin ich mir sicher, dass ihr euren Favoriten herausfindet, mit dem ihr dann nachher über viele Jahre zusammenarbeiten könnt. Vergesst hierbei auch nicht, dass er lieber an dieser Stelle ein bisschen mehr investiert, denn aus 200 Euro Lautsprechern kann man einfach nicht das gleiche rausziehen wie aus 2000 Euro Lautsprechern. Es ist essentiell für eure Arbeit über viele Jahre hinweg. Gut, ich zeige jetzt euch an einem weiteren Beispiel einmal, wie es sich verhält mit der Aufstellung von den Lautsprechern und den verschiedenen Typen. Auf diesem Bild könnt ihr quasi das linke Setup von meiner Abhöre sehen und die möchte ich euch kurz vorstellen. Ich habe also hier einen halboffenen Kopfhörer, den benutze ich vor allem für Restaurationsarbeiten oder bei Vocals-Bearbeitungen. Dann rechts oben sind die Auratone. Einige von euch werden die Vorzüge von solchen Lautsprechern im Mixing kennen. Ich benutze sie auch oft einfach für die Bassfrequenzanteile, gegenzuchecken, wie sie sich anhören auf nicht so breitbandigen Lautsprechern. Daneben hier der kleine, das war mein erstes Setup. Dann habe ich mich für diesen Hersteller dann entschieden, weil er mich überzogen hat und habe mir dann hier die Hauptabhöre zugelegt mit den entsprechenden Subwoofern. Jetzt kommt wahrscheinlich die Frage auf, warum 2 Subwoofer? Es hat eigentlich 2 Gründe. Zum einen regen sie unterschiedlich den Raum an. Also es ist dann einfacher in schwierigen Räumen quasi mit 2 Subwoofern zu arbeiten. Und zum anderen ist es so, dass im Mastering dann oft die Situation entsteht, dass wir auch im Seitensignal irgendwo noch tiefere Bassfrequenzanteile haben und wenn ich den jetzt quasi nur Mono in der Mitte hätte, würde mir dann unterhalb von der Grenzfrequenz quasi vom Satelliten das Signal zusammenkippen auf Mono geschaltet und würde dann theoretisch jetzt sagen wir von einem Mono Subwoofer vom Boden her dann wiedergegeben werden. Das hat also für mich sehr große Vorteile. So habe ich 2 Fliegen mit einer Klappe geschlagen und es funktioniert also richtig fein. Zudem, man kann es nicht so gut sehen, unterm Tisch, ganz links unten, da stehen noch schwarz quasi 2 AVAA C20 von PSI Audio. Das sind aktive Bassfallen und die haben wir quasi ganz am Schluss dann noch, wie gesagt, die letzten 5% gerettet, was der schwierigste Anteil war in meinem Raum mit den Bassfrequenzen oder den Subbassfrequenzen. Die sind also mit ihrem Wirkungsgrad zwischen 15 und 150 Hertz. Aktive Bassfallen heißt, die haben quasi wie einen Lautsprecher mit einer Membran drin
und schlucken quasi die auftretenden Schallwellen, um es mal ganz rudimentär darzustellen. Aber wie es halt so ist, für die letzten 5% muss man meistens auch am meisten investieren. Geht aber in einem Mastering-Studio einfach nicht anders. Der Effekt ist natürlich, dass ich einen absolut geilen Bass-Sound habe. Der ist knackig, der ist direkt, der schwimmt nicht davon. Die Transienten kommen also glasklar daher. Also es macht richtig Spaß so. Gut, was haben wir noch? Ganz wichtig, wenn ihr jetzt hier die Situation seht mit dem Bildschirm und dahinter den Lautsprechern. Wenn ihr also jetzt euch vorstellen könnt, dass meine Ohrhöhe so ungefähr oberhalb Bildschirmkante ist, strahlt also die Hauptabhöre direkt auf meine Ohren über den Bildschirmrand hinweg und trifft niemals auf den Tisch unten. Und das war mir sehr wichtig, dass es keine Tischreflexionen gibt. Diese Lautsprecher haben auch die Eigenschaft von der Bauart her, das sind Kalottenlautsprecher. Das heißt, der Hochtöner und der Mitteltöner sind hier quasi zusammen integriert und haben eine sehr schmale Schallausbreitung, was halt bedingt dann, dass am Sweet Spot du dich auch nicht groß bewegen kannst, also so 10 cm, 10 cm links, rechts. Ist aber für mich im Mastering überhaupt kein Problem, da ich mich dann da schon wirklich drauf konzentriere, dass das alles stimmt und kann so also die vollen Vorzüge von dieser Lautsprecherbauart genießen und davon profitieren. Also auch hier habe ich 2 Fliegen mit einer Klappe. Ich habe keinerlei Tischreflexionen. Das ist also alles so ausgetüftelt worden mit der Aufstellung, dass es in sich in diesem Raum funktioniert, unter Berücksichtigung halt von diesen Kompromissen, mit denen man leben muss. Aber es ist wirklich eine tolle Sache, so zu arbeiten. Und wenn man einmal so einen Klangeindruck bekommt, sei es in einem anderen Studio, wo ihr immer vielleicht einmal die Möglichkeit habt, sowas zu hören, einfach, dass ihr einmal gehört habt, was ist geiles Audio oder wie klingt geiles Audio in einem geilen Raum mit geilen Lautsprechern. Das ist also wirklich eine Bereicherung für jeden, wo sich ja mit Audio auseinandersetzt. Als letztes möchte ich noch auf das Thema Subwoofer eingehen. Subwoofer können einem Freude und Leid bescheren. In kleinen Räumen ist es oft so, dass ein zusätzlicher Subwoofer eher hinderlich ist und einem zusätzliche Probleme bereiten kann, da es sowieso immer sehr schwierig ist, das ganze Bassmanagement im Griff zu haben. Ich möchte euch einmal aufgrund von diesem Setup zeigen von Genelec, das Hardware sowie Softwaremäßig komplett in diesem System integriert ist und mir eine relativ schnelle und seriöse Messung von diesem Setup ermöglicht. Wichtig ist natürlich, dass wir im Vorfeld, wie die vorher genannten akustischen Maßnahmen wirklich getroffen haben, also den Raum wirklich schon ausgemessen haben. Wir müssen wissen, wo welche Probleme sind, entsprechend mit Absorbern, Bassstraps und so weiter. Den Raum optimiert haben, dann auch die richtige Aufstellung von den Lautsprechern, von den Subwoofern und so herausgefunden zu haben und dann können wir dieses System einmessen. Das ergibt uns dann zum Beispiel solche Frequenzkurven. Was noch sehr wichtig ist oder viel wichtiger ist an diesem Thema, ist quasi die Laufzeitverzögerung vom Subwoofer, die Phase entsprechend und ganz wichtig auch die Übergangsfrequenz, die richtige Crossover-Frequenz zu wählen. Diese muss man quasi in einem neutralen Punkt, sprich hier, wo der Frequenzgang die Nulllinie durchgeht. Jetzt beim Subwoofer ist das irgendwo bei 85 Hertz und wenn ich dann beim Satelliten schaue, hier ist es auch ungefähr bei 85 Hertz. Das ist also ein guter Punkt, um hier die Grenzfrequenz, die Übergangsfrequenz zu wählen. Haben wir das also alles sauber dann hinter uns? Und funktioniert das in sich auch?
Dann kann man als letztes Tool, oder ich habe es dann so gewählt, zum Beispiel von SonarWorks noch diese Raumkorrekturhilfe, die frequenzbasierend eingreift. Dieses Tool hat diesen einen Vorteil, dass ich quasi die Korrektur, die es vornimmt, ist meiner Meinung nach dann zu künstlich, wenn ich das mit 100% reinfahre. Ich kann das hier mit diesem 3-Watt-Regler quasi entschärfen und das ermöglicht mir dann einen natürlicheren Klang im Raum. Was ich auch toll finde, ist, hier kann ich jederzeit auf Mono schalten, wenn ich jetzt zum Beispiel nicht direkt in der DAW diese Möglichkeit habe oder arbeite. Was auch ganz toll ist, ist, kann verschiedene Profile laden. Ich habe also hier einerseits das Lautsprecherprofil in meinem Raum und kann zusätzlich auf meinen Kopfhörer ein abgestimmtes Profil laden, so dass auch der Kopfhörer möglichst linear mitarbeitet. So, das wären also die Sachen und nochmals kurz als Überblick. All diese Tools nützen euch gar nichts, wenn der Raum in sich nicht funktioniert. Also wie gesagt, die manuellen, die akustischen Maßnahmen mit Absorber, Bassstraps und so weiter, die müssen im Vorfeld alle möglichst bestens umgesetzt werden, so dass euer Raum in sich schon funktioniert. Mit solchen Software-Tools könnt ihr nur noch wenige Prozente rausholen, aber es ersetzt euch keinerlei akustische Maßnahmen in eurem Raum. So, nun hoffe ich, dass ihr einen kleinen Einblick in diese zwei ganz wichtigen Themen, in die Raumakustik und die Abhörsituation bekommen habt. Mir ist völlig klar, dass dieses Video kein fundiertes Physikstudium war. Das wollte ich aber auch gar nicht bezwecken. Denn jeder von mir genannte Fachbegriff würde ein ganzes eigenes Buch füllen. Das ist so. Ich wollte euch nur nahelegen, dass ihr euch mit dieser Materie vielleicht noch einmal auseinandersetzt oder wenn ihr ganz am Anfang seid, von Anfang an diese Themen schon sehr ernst nehmt. Die Belohnung dafür wird sein, dass eure Mixe wirklich besser werden und ihr noch mehr Spaß und Freude an eurer Musik bekommen könnt. So, dann bedanke ich mich recht herzlich für eure Aufmerksamkeit und freue mich auf ein weiteres Video mit euch. Bis dann und tschüss.